Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und wir haben gerade noch gerätselt, wie hieß der Blog oder welche Nummer hatte der Blog, als ich hier zum ersten Mal zum Bloggen war. Wir wissen es nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, um was es ging. Wir hatten hier eine Filteranlage, wir hatten hier einen Teich. Das Wasser war nicht wirklich schön. Es war zum Beispiel relativ viel Schaum auf der Oberfläche, aber nicht so dieser gewünschte Schaum, sondern da waren so richtige Schaumfladen drauf. Wir hatten hier einen Skimmer positioniert und der Skimmer war nicht in der Lage, den Schaum aufzunehmen. Warum war er nicht in der Lage? Weil auch die Strömung nicht gestimmt hat. Wenn hier hinten das Wasser reinkommt und hier quasi das Skimmer positioniert ist, dann sammelt sich der ganze Schaum da hinten. Dann haben wir relativ schnell auch gesehen, nachdem wir den Filter angeschaut haben, woran hat es gelegen, dass das Wasser relativ unhübsch war. Also es hatte eine relativ starke Trübung und da war einfach, vielleicht jetzt erinnern Sie sich, vielleicht diese Mülltonne, die da eingegraben war, und das war eigentlich nur die Pumpenkammer, da waren die Pumpen drin. Wobei, es ist kein Teich mit Bodenabläufen, sondern das ging dann so über den Teichrand oder im oberen Drittel, im oberen Viertel waren Folien durchbohren. Von da aus ging dann das 110er KG-Rohr runter zum Boden. Das gleiche mit dem Skimmer. Und von dort aus ging es dann in den oberirdisch aufgestellten Filter. Und da war oben so ein Sieb drin, also wie jetzt bei einem Trommelfilter oder Endlosbandfilter. Und da ist das Wasser von der Pumpe quasi von oben so drauf getrommelt. Und da habe ich dann auch gesagt, Michi, der Besitzer des Teiches oder Name des Besitzers des Teiches, Michi, so geht es nicht. Du musst dir überlegen, das Sieb kann zwar relativ fein filtern, wenn da aber permanent das Wasser von oben drauf klatscht, dann wird der Dreck so fein zerkleinert, dass er zum einen durchs Sieb durchgedrückt wird, durchgeschlagen wird regelrecht, und dann ist er irgendwann so fein, dass der Teich eintrübt und dass dann auch im zweiten, dritten Filterdurchgang der Schmutz nicht aufgenommen werden kann. Gut, Michi ist Bastler, Michi hat Lust daran und er ist ein sehr talentierter Bastler. Er hat dann gesagt, okay, mit kleinen Mitteln, ich möchte das Hobby jetzt nicht ausufern lassen vom finanziellen Aspekt her. Mit kleinen Mitteln werde ich mir jetzt einen Filter basteln, der funktioniert. Hat dann zum einen, gut, er hat noch eine Pumpenkammer, die zeigen wir heute nicht, die ist unter dem kleinen Holzdeck. Da sind zwei Pumpen mit jeweils 15 bzw. 16.000 Litern untergebracht. Danach geht es jetzt in einen kleinen Bürstenfilter. Nach dem Bürstenfilter geht es in eine Japan-Mattenkammer und danach noch in einen Genesis Bioturm, den er von einem Freund, der seine Biologie erweitert hat. Dann noch in eine Biologie, die mit Helix gefüllt ist. Und wenn Sie jetzt das Wasser sehen, das sind Welten, wirklich Welten. Und wenn Sie mal zurückgehen, ich glaube, wenn Sie nach dem Ding Mülltonne, Mülleimer, irgend sowas mal googeln, das war auf jeden Fall im Titel drin. 1378, also 1378 ist die Blocknummer. Und wenn Sie da zurückspringen und sich das mal anschauen und mit jetzt vergleichen, gerade was die Wasserqualität, was alles angeht, dann sehen Sie, dass es hier regelrecht ein Quantensprung war. Aber viele Worte sind nichts, wenn man Ihnen einfach die Bilder zeigt. Also Sie sehen schon der Glanz an der Oberfläche. Es sind gerade ein bisschen Algen im Teich und davon sind auch welche abgestorben. Aber wenn Sie allein mal den Glanz anschauen, das ist toll. Er hat auch was sehr Spezielles. Jetzt sind nur die Fische gerade. Der Teich wurde übrigens kalt überwintert. Er hat nur in der Mitte ein bisschen so eine Poolfolie reingelegt gehabt. Und die Fische sind aber alle sehr gut durch den Winter gekommen. Hier hinten am hinteren Bildende sehen Sie, ein Goschki sondert sich ein bisschen ab. Der muss jetzt einfach ans Futter kommen. Dann passt das auch wieder. Und jetzt schauen wir uns den Filter an. Zunächst. Also hier unter dem Holzdeck ist die Pumpenkammer. Von da wird nach oben gepumpt. Als erstes geht es durch die UV-Lampe durch. Dann hier in diesen kleinen Korb. Der verteilt das Wasser dann. Dann muss es hier, hat er noch ein bisschen Filtermaterial, das sieht man ja recht häufig. Hier sind die Bürsten. Die guten Genesis-Bürsten, sehe ich gerade, sind es. Sieht man jetzt, glaube ich, von der Spiegelung nicht wirklich gut. So, nach den Bürsten geht es in die Japan-Mattenkammer. Auch hier ein witziger Gimmick, wie man ganz einfach, wenn man aus einer Kammer eine Biologie plus eine Pumpenkammer oder plus eine Ablaufkammer machen möchte, so wie das hier gemacht ist, dann hat er hier einfach am Schluss eine Japanmatte genommen, eine ganze, und hat hier eine Folie davor gespannt. Und das dichtet so weit ab, wie es abdichten muss. Dann kann hier das Wasser durch die Japanmatten nach unten, steigt dann hier hoch und verhindert so, dass die Kammer im Prinzip auf die gesamte Höhe abläuft. Also ist eine gute Geschichte. Hier geht es durch die Japanmatten durch und hier sehen wir schon, die Anströmung ist hervorragend. Also wenn Sie Ihre Biologie anschauen und Sie sehen, dass sich überall oben das Wasser gut bewegt, dann ist es in der Tat so, dass Sie davon ausgehen können, dass die Anströmung im Filter passt. Danach geht es dann hier runter und dann nochmal durch eine 1,50 Meter hohe
Helixkammer durch. Sie sehen, das Ganze ist noch relativ neu. Das Helix ist noch nicht richtig stark belüftet. Gerade haben wir es davon gehabt. Der Besitzer hat geglaubt, er tauscht 20.000 Liter um. Ich bin mir sicher, wir sind hier eher im Bereich von 15.000 Liter. Wir haben hier die 100er Rohren, wenn Sie sich mal daran erinnern, wo wir mit Sascha jetzt vor kurzem den Teich in Betrieb genommen haben. Da haben wir zweimal 15.000 Liter gehabt und dann sind es ungefähr zusammen einmal 15.000, also so rein geschätzt. Was eine ganz wichtige Geschichte ist und was hier auch bei der Durchströmung ganz gut funktioniert. Bitte? Oh, ich darf nicht so weit nach vorne, sagt man mir gerade, das könnte kippen. Also hier haben wir die Durchdringung der Folie, eine 100er Folienflansch. Und dann geht hier das eine Rohr nach unten zur tiefsten Stelle vom Teich, um das meiste Wasser von unten aufzunehmen. Und dann haben wir hier den Skimmer. Und der Skimmer wurde so realisiert, ich hoffe, Sie sehen das jetzt, da ist einfach an dem Rohr, in der Rohrleitung, ein 110er Y-Stück eingebaut und dann hier oben einfach ein Skimmer angeschlossen. Also bei den geschätzt 15.000 Litern, die wir hier im Moment umwälzen, funktioniert das hervorragend. Ich habe gefragt, funktioniert das auch, wenn stärker gepumpt wird? Das weiß er natürlich nicht. Ich glaube, wenn jetzt sehr viel stärker gepumpt wird, dann zieht es den Skimmer, die Skimmerhülse richtig nach unten. Dann wird es nicht mehr gut funktionieren. Und wenn wahrscheinlich zu wenig gepumpt wird, dann logischerweise sind Skimmer natürlich immer irgendwo benachteiligt. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie viel Wasser geht jetzt tatsächlich über den Skimmer? Wie viel geht über den Bodenablauf oder über die Bodenansaugung? Das ist so natürlich nicht zu beantworten, aber das wird dann das Ergebnis zeigen, ob die Fische im unteren Bereich relativ viel Wasser auffüllen. Und wir haben gerade mal die Kosten überschlagen. Wenn man die Anlage, so wie es jetzt da steht, so ein Behälter kostet um die 200 Euro, also 400 Euro Filtermaterial plus die Genesis-Tonne, kommen wir insgesamt auf ca. 1700 Euro, was dieser Filter so kosten würde für einen 30.000 Liter Teich. Und ich denke, da kann man auf gar keinen Fall was sagen. Und das Schöne ist, man kann so eine Anlage auch jederzeit, zumindest wenn Platz vorhanden ist, wenn man jetzt mehr Fische hat oder sieht, die Wasserqualität passt nicht mehr oder die Nitritwerte bekommt man nicht in den Griff, wobei ich da sicher bin, dass da die biologische Filtergröße mehr als ausreichend ist, dann kann man jederzeit nochmal um die ein oder andere Tonne erweitern. So, also ein Teich, der nach dem Blocken umgebaut wurde und wo man dann auch definitiv sieht, dass es richtig was gebracht hat, dass die Wasserqualität schöner ist und natürlich auch, was die ganze Wartung und Unterhaltung des Filters angeht, es auch sehr viel einfacher macht. Der Junge hat ein bisschen Schwierigkeiten bekommen im Winter. Das sind so klassische Symptome. Schauen Sie sich mal die Flossen an. Die sind richtig angefressen. Da stimmt die Durchblutung nicht mehr. Es sind die Brustflossen als auch die Schwanzflosse. Also da sollte man auf jeden Fall mal einen Tierarzt kommen lassen oder schauen, dass der Kollege relativ schnell auf Temperatur kommt und eventuell auf Salz sitzt oder nach tierärztlicher Anweisung vielleicht auch ein Antibiotika bekommt. Also er schwimmt auch nicht wirklich, er lässt sich nur treiben und das sind keine wirklich guten Zeichen. Wobei, so wie er noch da steht, auch von der Kondition, von der Körperform, denke ich, hat er eine sehr gute Prognose, wieder in Schwung zu kommen. So, und hier sieht man es besonders schön. Das Wasser hat Glanz. Das sieht so aus, wie es idealerweise aussehen sollte. Vielen Dank für Ihr Interesse, machen Sie es gut und bis zum nächsten Blog.